Hallo und herzlich bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rauber und heute gehen wir mal der Frage nach, soll man bei Aktienoptionen seine Gewinne bei 50% oder erst wie bei Future Optionen bei 80% mitnehmen und warum machen wir das manchmal so und manchmal so? Und die Antwort darauf gibt es jetzt hier im Video. Wer das Buch gelesen hat, Optionsstrategien für die Praxis, der weiß ja, dass wir da geschrieben haben, dass wir bei einem Restwert von 20%, das heißt, wenn die Option 80% im Gewinn ist, die wir verkauft haben, unsere Gewinne mitnehmen. Das bezieht sich allerdings natürlich auf die Future-Optionen. Bei Aktienoptionen ist es so, dass wir oftmals schon viel eher die Gewinne mitnehmen, also bei 50%. Allerdings, und jetzt kommt wieder das Allerdings, bei kleinen Konten, also wenn du jetzt gerade anfängst, du hast vielleicht nur ein Konto, was ein paar tausend Euro groß ist, auch da sagen wir, lass die Gewinne ruhig ein bisschen länger laufen und lass ruhig erstmal von mir aus 80% Gewinn zusammenkommen, bevor du deine Optionen zurückkaufst. Und der Grund ist eine mathematische Sache. Ich will euch das an einem ganz einfachen Beispiel zeigen. Nehmen wir mal an, du machst 100 Trades und du würdest pauschal immer $100 Gebühren ein oder Prämie einnehmen. Okay? Du hast immer $100 Gebühren und jetzt. Was wirst du am Anfang für eine Trefferquote haben? Ne? Du hast vielleicht eine Trefferquote von, wenn du es in einem richtigen Marktumfeld machst, das heißt also, wenn du zum Beispiel Short Puts schreibst, machst du das nur in einem Bullenmarkt, wenn also wirklich die Marktlage, wenn die Ampeln alle auf grün sind, ne? Dann hast du eine ziemlich gute Trefferquote, aber sagen wir mal, du hast eine Trefferquote vielleicht von 70%. Und das bedeutet, du wirst also 70 Gewinner versus 30 Verlierer haben. Und wenn wir uns das jetzt mal ausrechnen, was passiert da? Wir schauen uns einfach mal nur hier die Gewinner an. Und zwar, wenn du jetzt sagst 70 Mal und jetzt würdest du bei 50% deine Gewinner mitnehmen, okay, dann hast du 70 mal $50, das heißt also $3.500 Gewinn. Wenn du jetzt dagegen sagst, okay, du lässt es etwas länger laufen, ne, also lässt es bis 80% laufen, also 70 mal und das wären dann ja $80, dann hättest du eben $5.600 Gewinn. So, jetzt müssen wir natürlich mal schauen, wie sieht es mit den Verlierern aus. Und bei den Verlierern ist es halt so, du hast 30 Verlierer und je nach, wenn du jetzt noch überhaupt keine Ahnung hast, ne? Also wenn du dich wirklich ganz, ganz klar nach Regeln richtest und noch nicht adjustieren kannst und so weiter und so fort und sagst vielleicht, okay, zwischen 100 und 200% nehme ich meine Verluste mit, sagen wir mal 150%, okay? Sagen wir einfach 150%, das ist so die Mitte. 30 mal 150, das sind dann 4.500. Und das siehst du jetzt schon, dass du, wenn du hier am Anfang bei 50% deine Gewinne immer schon mitnimmst, kann das nicht funktionieren. Das heißt, du wirst am Anfang Minus machen. So, je länger du dabei bist, je mehr du das Ganze lernst, wirst du an zwei Punkten deutlich besser werden. Punkt Nummer eins ist das hier, nämlich deine Trefferquote. Das heißt, im richtigen Marktumfeld wirst du es schaffen, auch eine Trefferquote von 85% zu erzielen. Nicht, wenn du das permanent immer durchhandelst, ne, weil in einem Bärenmarkt hast du tatsächlich hier vielleicht nur 5% Treffer. Das heißt, du musst wirklich auf deine Ampeln achten, du musst wirklich darauf achten, wann ist ein gutes Marktumfeld, wann kannst du Short Puts auf Aktien verkaufen und dann kannst du definitiv deine Trefferquoten hochtreiben. Aber gerade am Anfang als Einsteiger wird dir das noch nicht so gelingen. Das heißt, es braucht ein bisschen Erfahrung, du musst ein bisschen was im Markt mal erlebt haben und deswegen wirst du am Anfang nicht groß darüber kommen. Und der zweite Punkt ist, wo du als Einsteiger noch nicht so richtig viel machen kannst, ist das hier. Ne? Wir sagen ja maximal 200% Verlust. Wenn du dann länger dabei bist, wirst du sehr häufig schon viel, viel eher Verluste realisieren mit kleineren Verlusten oder aber du wirst diese Optionen beispielsweise rollen, sodass aus dem Verlust am Ende dann noch viel kleinerer Verlust wird. Und das sind aber Punkte, die du am Anfang noch gar nicht so richtig kannst. Ne? Also du kannst weder wenn du deine ersten Trades machst, du bist noch unsicher, du musst erst noch Sachen lernen, du musst Erfahrungen machen und deswegen ist es einfach gut zu sagen, okay, du nimmst dir diesen größeren Gewinn mit, damit du auch schon am Anfang ein Erfolgserlebnis hast und sagst, ah, okay, obwohl ich noch viele Dinge falsch mache, obwohl ich noch nicht so richtig weiß, wie das mit dem Adjustieren funktioniert, ne, hast du trotzdem schon einen positiven Erwartungswert. Und deswegen lass am Anfang die Gewinne ruhig ein bisschen weiter laufen. Jetzt könnte ja jemand sagen, hey, warum denn nicht später? Und der Grund ist einfach der, erstens,
kleine Konten, und Anfänger haben in der Regel immer kleine Konten, sind sehr sensibel, was Gebühren anbelangt. Das heißt, wenn du hier bei 50 Dollar immer noch Gebühren zahlen musst, wirkt sich dann viel stärker aus, als wenn du hier 80 Dollar Gewinn hast. Das ist Punkt Nummer 1. Und das ist ein Punkt. Und Punkt Nummer 2 ist natürlich dann, wenn du länger dabei bist, wenn du größere Konten hast, dass du dann auch andere Dinge machen kannst, dass du eben dann, wie gesagt, schon du rollst dann, du adjustierst dann, und dann wird das insgesamt ein viel, viel besserer Trade. Und der Nachteil allerdings ist natürlich, wenn du Gewinne erst mit 80% mitnimmst, du bist länger im Trade drin. Das heißt also, du brauchst eine viel, viel längere Zeit. Man hat es mal ausgerechnet, wenn man jetzt sagt, durchschnittliche Restlaufzeit 45 Tage. Wenn du jetzt 50% Gewinn anstrebst, bist du in der Regel nach 21 Tagen raus. Wenn du sagst 80%, dauert es oftmals 30 Tage. Wer sich das jetzt wieder hochrechnet, kann sagen, okay, wie viele Trades kann ich im Jahr machen? Wann wird wieder Margin frei? Dann kommst du trotz der geringeren Gewinnrate oder Gewinnhöhe auf einen insgesamt höheren Gesamtertrag. Dazu ist es aber eben, wie gesagt, notwendig, Trefferquote und dieses Adjustieren zu beherrschen. Ne? Und deswegen am Anfang, nimm ruhig 80% Gewinn oder 70%, das ist ja jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, ne? Aber lass die Gewinne ruhig ein bisschen länger laufen. Und je erfahrener du bist, umso mehr Erfahrung du sammeln konntest, umso mehr du weißt, versuch das ein bisschen runterzunehmen, um einen schnelleren Umschlag zu haben. Okay, das war ein kleiner Praxistipp heute hier im Kanal. Schreibt mir mal in die Kommentare hinein, wie ihr das macht. Wie gesagt, betrifft eigentlich nur Short-Put-System, betrifft es keine Cash-Secured-Puts oder irgendwelche anderen Sachen. Schreibt das mal einfach in die Kommentare. Und wenn ihr auch Fragen habt zum Thema Optionshandel, dann hier an mich. Kommentare, Facebook, Instagram, wo auch immer. Und ich mache ein Video daraus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.